Guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute wollen wir das Ganze konkretisieren. Wie können Sie in Ihrem Alltag mit dem Fahrradfahren eine Gewichtskontrolle realisieren? Die Stärke beim Fahrradfahren ist, dass Sie es eben in den Alltag bekommen können. Wenn Sie sagen, Sie versuchen das mit Laufsport, Schwimmen, wie auch immer, wie oft kommt man wirklich im Alltag, im normalen Leben dazu, dauerhaft, nicht nur in den ersten Wochen nach dem Neujahr, sondern dauerhaft? Das ist schwierig. Beim Fahrradfahren haben wir eine ganz andere Situation. Wir können Fahrrad aus sportlichen Gründen fahren, am Wochenende eine schöne lange Tour oder eine kürzere Tour, wie auch immer. Aber wir können es auch in dem Arbeitsalltag, in unserem Alltag, Familie, Beruf und so weiter integrieren. Der Trick ist der, dass Sie einfach eine Regelmäßigkeit entwickeln. Und Sie müssen sich dabei nicht quälen, Sie müssen nicht irgendwie hohe, starke Gänge treten oder jedes Mal durchgeschwitzt sein. Es geht einfach darum, dass Sie versuchen, möglichst jeden Tag, jeden zweiten Tag sich aufs Fahrrad zu setzen und eine Strecke oder mehrere Strecken zu fahren. Der Weg, das Kind in den Kindergarten, in die Schule bringen, wie auch immer, der Weg in die Arbeit, all das kann wunderbar mit dem Fahrrad verbunden werden. Am Wochenende zum Bäcker, ja, all das können Sie mit dem Fahrrad fahren. Sie brauchen dafür kein tolles Fahrrad, Sie können einfach ein Fahrrad benutzen, das einigermaßen gut fährt. Das Wichtige, und da verweise ich auf unsere anderen Beiträge, das Wichtige ist, dass die Fahrräder gut eingestellt sind. A, ja, Sie müssen von Ihrer Sitzposition korrekt sitzen. Ja, Sie dürfen da nicht in irgendeiner Form schlechte Winkel mit Ihren Kniegelenken eingehen. Sie brauchen letztendlich ein Fahrrad, das auf Ihre Größe abgestimmt ist. Und da kann ich nur empfehlen, gehen Sie zu Ihrem lokalen Fahrradhändler, lassen sich das einmal anschauen, lassen Sie es einmal warten. Ja, schaut sich auch die Sicherheitsaspekte mit an, eine gute Beleuchtungsanlage, all das. Wichtig ist beim Fahrradfahren, gerade am Anfang, fahren Sie keine zu schweren Gänge. Ne? Die Rennradfahrer nennen das fette Gänge, dicke Gänge, wie auch immer. Fahren Sie eher leichtere Gänge. Versuchen Sie, das Fahrrad locker zu treten. Immer dann, wenn Sie merken, Sie müssen jetzt richtig reintreten, sind Sie wahrscheinlich einen Gang zu schwer. Lieber wieder runterschalten. Also das wäre schön, wenn Sie über ein Fahrrad verfügen, wo Sie tatsächlich auch eine relativ gute Spannweite der Gänge haben, dass Sie eher locker treten können. Wenn man sagen, na gut, wenn ich locker drehe, strenge ich mich nicht an und dann verbrauche ich keine Energie, das stimmt natürlich nicht. Ja? Auch das schnelle oder das schnellere Bewegen, das Sie bei den leichteren Gängen brauchen, ist ein wunderbarer Aktivator für Ihren Stoffwechsel. Also lieber lockerer und schneller treten als zu dick treten. Die Kraft, die Power, die können Sie später dann entwickeln, wenn Sie sich wirklich hochtrainieren, wenn Sie merken, das ist in Ihrem Alltag, dann kommt es von ganz alleine, dass Sie dann auch in schwere Gänge reingehen. Aber schauen sich die Fahrradprofis an, na, wie locker die da vor sich hintreten. Es ist eher die Kunst, einen leichteren Gang schneller zu treten, als die dicken Gänge langsamer zu treten. Im Alltag ist es natürlich eine Herausforderung. Und Sie brauchen natürlich auch, wenn Sie sagen, Sie transportieren Ihr Kind, Sie transportieren Einkäufe, Getränke, wie auch immer, brauchen Sie natürlich eine Ausstattung. Ne? Sie brauchen vielleicht einen Kindersitz, vielleicht einen Anhänger, wie auch immer. Man kann sich da toll ausstatten. Es gibt eine unheimliche Industrie, die da entsteht mit tollen Produkten. Aber übertreiben Sie es am Anfang nicht. Im Normalfall reicht erstmal in den meisten Situationen ein Rucksack, den man aufsetzen kann, vielleicht später mal Fahrradtaschen und dann können Sie sich da immer weiterentwickeln. Für den Kindertransport gibt es auch auf dem Gebrauchtmarkt wunderbare, hochqualitative Kindersitze und auch die Anhänger sind mittlerweile auf dem Gebrauchtmarkt verfügbar. Und ja, natürlich, es gibt auch die tollen Lastenfahrräder, die natürlich immer noch einen hohen Preis haben, aber überlegen Sie sich, ob Sie es wirklich brauchen. Investieren Sie am Anfang nicht zu viel. Das Tolle am Fahrradfahren ist, dass Sie es jeden Tag machen können, dass es eigentlich keine Rieseninvestitionen bedarf und dass es Ihnen helfen wird, durch diese alltägliche Aktivierung Gewicht zu kontrollieren, Ihren Körper zu formen und den Motor, der die Energie letztendlich umsetzt, der Ihnen hilft, Ihre Ernährung zu verwerten, den zu aktivieren. Man kann durch Sport nur bedingt eine schlechte Ernährung ausgleichen. Das ist so, das ist ein Fakt, aber das Fahrradfahren wird Ihnen helfen, letztendlich Ihren Metabolismus, Ihren Stoffwechsel zu aktivieren und Sie werden von automatisch auch merken, dass Ihre Ernährung letztendlich sich anpassen wird. Also, ich wünsche Ihnen da alles Gute dabei, viel Glück, die Motivation zu halten, das Fahrrad möglichst oft zu benutzen und ja, man kann auch mal Auto fahren, U-Bahn fahren und so weiter, aber das Fahrrad kann für Sie ein Mittel sein, Ihren Alltag
sinnvoll umzugestalten. Jetzt haben wir viel über Ernährung gesprochen. Beim nächsten Mal sprechen wir richtig über die Ernährung. Wie könnte man da sich optimaler aufstellen? Wie kann man das in seinem Alltag integrieren, dass man die Aktivität auf der einen Seite holt und auf der anderen Seite auch von der Ernährung her sich, sagen wir mal, etwas besser ernährt und das auch im Alltag realisieren kann. Bis dahin. Tschüss.